Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Dienstag und wir haben gerade 11.20 Uhr. Ich habe schon gefrühstückt. Ich hoffe, ihr habt die Aufnahmen gesehen. Und jetzt zeige ich euch einfach mal das Hotelzimmer. Hier kommen wir zum letzten, etwas unspannenderen Teil. Spiegel, Bad, Waschbecken, Ablagebrett, Handtücher und eine Dusche. Was wirklich ziemlich cool ist an diesem Hotelzimmer, ist eben diese Couch-Ecke hier, weil die Farben so super schön sind und es lohnt sich bestimmt hier mal ein kleines Video aufzunehmen. Vor allen Dingen, weil ich am Mittwoch sowieso noch eins rausbringen muss und noch nichts gedreht habe, habe ich mich darauf verlassen, dass ich das hier schneiden kann. Ich habe extra, wie ihr schon da vorne gesehen habt, meinen einen Laptop mitgebracht, mit dem ich normalerweise immer die Videos schneide und ein MacBook, eben damit ich perfekt vorbereitet bin, falls ich mal große Projekte schneiden muss. Und das Video am Mittwoch ist ein größeres Projekt. Die Vlogs werden natürlich hier ganz normal folgen. Das Internet habe ich gestern schon geschaut, ist auch vollkommen in Ordnung, ist eine 6000er Leitung, reicht aber zum Uploaden komplett. Es ist zwar sehr witzig, wie ich jetzt auf einmal statt 10 Minuten zum Upload anderthalb Stunden brauche, aber ist vollkommen egal, reicht mir vollkommen aus. Da muss ich die Vlogs halt mal etwas früher schneiden, wie ich das gestern schon gemacht habe, und dann passt das auch. Gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal den Tag, ich gehe mal duschen und mache mich komplett fertig und wir sehen uns danach wieder. So Leute, ich habe mich gerade aufgrund des, sagen wir mal, interessanten Wetters, zeige ich das mal gerade, dazu entschieden, doch lieber hier drin ein Video zu drehen. Und ich habe auch eine gute Idee, deswegen werde ich das jetzt alles mal aufbauen und einfach da vorne den Platz, wo jetzt gerade auch die Musik herkommt, mal nutzen, um mal eben was zu drehen. Also, bis danach. So, und da bin ich wieder. Das Video ist fertig gedreht. Ihr seht hier genau die gleiche Kulisse. Die Kamera steht vielleicht etwas anders. Aber ich zeige euch mal das quasi behind the scenes von hier, weil logischerweise sind wir hier auf dem Vlog-Kanal. So, und zwar gedreht habe ich das Ganze hier in der Ecke von dem Zimmer. Aber nur mit diesem Licht hier, was übrigens ein gelbes Licht ist, wie man sehen kann. Und nicht mit dem weißen Licht da unten. Das liegt ganz einfach daran, dass ich für meine Videos aktuell einen Farbfilter verwende, damit die Farben eben noch ein bisschen knalliger wirken und die Videos eben ein bisschen besser aussehen. Allerdings sieht weißes Licht in diesem Filter super scheiße aus, weil das eben so ein ganz klinisches Weiß wird, was unglaublich schlecht aussieht in meinen Augen. Und da sehen natürliche Farben gegen einfach viel, viel besser aus. Ihr seht, das hier ist ein natürliches Sonnenlicht in Anführungsstrichen und es ist für euch komplett weiß. Würde ich jetzt ein weißes Licht anschmeißen, kann ich ja auch mal gerade machen, sehe ich für euch so aus, was in meinen Augen halt super scheiße aussieht und deswegen habe ich das für dieses Video sogar mal weggelassen und einfach nur mit diesem kleinen Licht hier gedreht, was eigentlich echt cool aussieht.
Mal schauen, wie das Video wird. Und ich nehme jetzt noch zwei, drei Szenen auf, die ich zwischen reinschneiden kann. Und dann fange ich an zu schneiden. Also bis gleich. So, Video fertig gedreht und geschnitten. Und jetzt geht's erstmal los. Wir machen nämlich eine Radtour. Also bis gleich. Lips, they tasted like those cigarettes, staring at the moon. We'd go to bed in my arms, you're safe and sound, without a threat. And I can't wait to see what happens next. How far can we get if we sail a little bit higher? A little bit long. How far can we get if we sail a little bit high, a little bit long? We're still a little bit young, but I'm all in. We're still a little bit dumb, but I'm all in. We're still a little bit young, but I'm all in. So, das war es dann auch schon von diesem Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind den ganzen Tag herabgefahren, wie ihr auch schon in ein paar Aufnahmen sehen konntet. Dann war ich noch was essen bei meiner Familie. Und jetzt bin ich gerade auf dem Rückweg ins Hotel. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, und im Hotel angekommen. Wir haben mittlerweile 12 Uhr. Ich bin komplett müde. Gehe jetzt noch eben Zähne putzen und lege mich dann ins Bett. Ich beende den Vlog für heute, weil ich wieder morgen früh raus muss, damit ich zumindest das Essen mitbekomme. Das heißt, ich werde auch den Vlog morgen schneiden, direkt nach dem Essen quasi. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, haut rein und ciao.